Und wen haben wir denn jetzt? Und wir bleiben im Norden. Auch sie hat einen nicht wesentlich kürzeren Weg auf sich genommen, um heute Abend bei euch zu sein. Ja, sie ist eine bekannte Bloggerin und eine sehr erfolgreiche Slammerin, gerade in den letzten Wochen und Monaten. Zum ersten Mal ebenfalls in Ulm, lauter Premieren, die wir heute feiern dürfen. Klatscht sie bitte auf die Bühne, hier ist Ninia La Grande! Guten Tag. So, ja, da darf man ruhig mal lachen. Ich mag diese Mikrofone, weil sonst muss ich immer voll viel rumdrehen und alles behindertengerecht einrichten. Hier muss ich nur schieben, das ist schön. Ich habe ein Thema mitgebracht, was sehr besinnlich ist, Gynäkologie. Der Text heißt Babys für die Gesellschaft. Es ist 7.45 Uhr und ich habe bis jetzt weder etwas gegessen noch einen Kaffee getrunken. Alles, was ich will, ist ein Rezept. Ein Rezept für die Pille, die Antibabypille. Nun hat meine Frauenärztin einen guten Trick am Start. Immer wenn man ein neues Rezept benötigt, muss man sich auch untersuchen lassen. Weil ich aber erst kurz vor knapp merke, dass ich ein neues Rezept brauche, sitze ich so früh in diesem Wartezimmer und muss mit einer Vertretung Vorlieb nehmen. Das ist sehr schade, weil ich meine Frauenärztin mag. Sie lobt mich immer für meine Brüste. Das finde ich nett. Wer macht das sonst im Alltag? Hallo, hallo, machen Sie sich bitte frei. Ach, wie schön, so schöne Brüste, was für ein Glück, dürfen Sie wieder einpacken. Da geht man gleich viel aufrechter aus der Praxis. Rechts neben mir, ein paar Plätze weiter, sitzt eine Frau mit künstlichen Wimpern und Ugg-Boots. Ich überlege, was sie wohl heute noch vorhat. In die Arktis fahren und dort Eiszapfen am Auge sammeln. Über der Wimpernlady hängt ein Flatscreen, auf dem in Dauerschleife Brüste gezeigt werden. Eine Frau zeigt, wie man sich die Brüste abtastet, immer wieder, seit 15 Minuten. Ihre Brüste sind auch schön, nur sehr weich, wahrscheinlich vom langen Dreh und drauf rumdrücken. Ich denke darüber nach, dem Mann davon zu erzählen, damit er das nächste Mal mitkommt. Dann werde ich aufgerufen, Frau Doktor begrüßt mich schon auf dem Flur und wirkt bis jetzt ganz normal, wie Frauenärztinnen eben normal wirken können, auf so hygienisch vertraute Art und Weise. Sie schüttelt mir etwas labbrig die Hand und fragt, warum ich da bin. Ich brauche ein neues Rezept. Na, dann ziehen Sie sich doch bitte aus. Der Stuhl in Ihrem Praxisraum ist nicht höhenverstellbar. Ich stehe untenrum völlig nackt, ratlos vor dem Stuhl herum. Mein unterer Körperbereich findet diese Situation etwas unangenehm. Ja, ups, das tut mir leid, da müssen Sie jetzt irgendwie draufkommen. Sie zieht ihre Gummihandschuhe an und wartet. Nicht nur, dass ich für ein dusseliges Rezept so früh und halbnackt hier antanzen muss, jetzt soll ich auch noch Sport machen. Also kraxele ich untenrum schon fast eingefroren den Stuhl hoch. Frau Doktor tastet alles ab und schiebt mir das Ultraschallgerät in den Körper. Haben Sie Kinder? Nein. Ist das Absicht? Was? Na sicher, die Frau hat mich vor 2 Minuten kennengelernt, bohrt mit einem Gerät in mir herum und will jetzt auch noch Smalltalk machen. Ja. Naja, Sie sind schon 30. Das korrekt, sage ich. Wollen Sie Kinder? Ja, in 1 bis 2 Jahren. Lassen Sie sich damit nicht mehr so viel Zeit, ruft sie entsetzt. Bitte? Ich bekomme Angst. Vielleicht ist irgendwas kaputt und sie hat das gerade entdeckt. Oder in 2 Jahren sind Kinder nicht mehr verfügbar. Ich kann aber auch nicht hektisch aufspringen. In mir steckt ein glitschiges Ultraschallgerät und vom Stuhl muss ich auch erstmal wieder runterkommen. Die Gesellschaft denkt, sie könnte immer später Kinder kriegen, aber das ist nicht so. Was ist denn los? Warum gerate immer ich an so komische Menschen? Meine allererste Frauenärztin sprach beim Abtasten, ach huch, Ihre Gebärmutter ist ja ganz klein. Ach nee, schau mich doch mal an, ich bin insgesamt ganz klein. Oder die andere Ärztin, die bei einer Untersuchung plötzlich ausrief, süß, ach da ist ja was. Und mir Schweißperlen auf die Stirn trieb. Was ist? Fragte ich damals hektisch. Ach, ich habe nur eine kleine Zyste gefunden. Kein Problem, die beobachten wir in der nächsten Zeit. Das finden Sie süß? Herr Gott. Naja, sie ist so klein und ich habe sie trotzdem gefunden. Herzlichen Glückwunsch. Okay, ich denke drüber nach, antworte ich Frau Doktor auf ihren Verbesserungsvorschlag hinsichtlich meiner Familienplanung. Als ich mich wieder anziehe, fragt sie, ob ich mich regelmäßig abtaste, sonst würde sie kurz mal gucken. Nee, Madame, denke ich so nicht. Die ganze Zeit rummeckern und dann meine schönen Brüste anfassen wollen. Da könnte ja jede kommen. Ja, na sicher, wie die Dame in ihrem Video, täglich alles super gut, sage ich. Zur Belohnung bekomme ich endlich mein Rezept. Kurz denke ich darüber nach, zukünftig wie die alten Römerinnen zu verhüten. Nach dem Sex schnell hinhocken und niesen. Dann stelle ich mir aber die Reaktion meines Gegenübers vor und verwerfe die Idee wieder. Stattdessen schreibe ich eine SMS an den Mann. Ich komme jetzt nach Hause, du musst mir ganz schnell ein Baby machen. Für die Gesellschaft. Danke.